Nun, vielen Dank auch, dass ich hier ein weiteres Mal ein Referat halten darf. Ich durfte es ja, ich glaube, vor einem Jahr mal. Damals ging es um Mathematik und Ökonomie. Heute geht es um ein ganz anderes Thema. Und zwar halte ich heute ein Referat mit dem Titel Lassen gleich tun? Fragezeichen über die ethische Unterscheidung zwischen Handlung und Unterlassung. Ich muss dazu noch sagen, ich habe es tatsächlich geschafft, ein komplettes Philosophiestudium, also komplett ein komplettes Philosophiestudium abzuschließen, ohne eine einzige PowerPoint-Präsentation machen zu müssen. Die Philosophen haben nicht mal einen Mimo. Das spricht nicht für das philosophische Seminar. Die sind nicht so up-to-date. Aber ich sage das darum, weil dies tatsächlich mit meinen 24 jungen Jahren meine allererste PowerPoint-Präsentation geworden ist. Bitte entschuldigt, wenn die nicht so up-to-date ist, wie man normalerweise PowerPoint-Präsentationen macht. Aber ich hatte sehr viel Spaß und es freut mich natürlich, euch dieses Erstlingswerk an diesem heutigen Abend präsentieren zu können. Nun, um was geht es? Die Unterscheidung von Handlung und Unterlassung ist ein zentrales Thema in der praktischen wie auch in der theoretischen Philosophie. In der Ethik stellt sich insbesondere die Frage, gibt es so etwas wie Handlungspflichten? Ja oder nein? Und wenn es diese gibt, auf was richtet sich das? Wie entscheidet man, was ist eine Handlungspflicht? Und wie weit gehen diese Handlungspflichten? Was meine ich damit? Stellen wir uns vor, wir laufen einen Weg entlang, kommen an einen Teich und dort sehen wir ein Kind, das am Ertrinken ist. Wir könnten dieses Kind retten, wenn wir wollen. Muss ich das machen? Sollte ich das machen? Gibt es eine Handlungspflicht, dass ich dieses Kind, das am Ertrinken ist, retten sollte? Oder ist es ganz okay, wenn ich das unterlasse und das Kind ertrinken lasse? Nun, ich denke, ihr seid mir einig, wenn ich sage, ja, wir sollten. Wir sollten dieses Kind retten und wir sollten es auch dann tun, wenn wir mit dieser Situation gar nichts zu tun haben. Wir können uns beispielsweise vorstellen, dass dieses Kind von ganz alleine in den Teich gefallen ist. Oder wir können uns vorstellen, dass irgendeine Drittperson dieses Kind in den Teich hineingeworfen hat. Selbst dann, wenn wir mit der Situation nichts zu tun haben, würde ich sagen, und ich denke, ihr seid mir einig, sollten wir dieses Kind retten. Ich bin überzeugt, dass die meisten von euch mir auch zustimmen würden, wenn ich sage, dass wir dieses Kind auch dann retten sollten, wenn wir möglicherweise unsere Schuhe ruinieren müssen. Das können teure Schuhe sein. 200 Franken, 300 Franken. Ich denke, viele von euch würden sagen, doch, es scheint mal eine ziemlich gute Sache zu sein, wenn wir dieses Kind retten. Es gibt sehr viele Ethikkonzeptionen, die einen sagen, das sollt ihr tun, die anderen sagen, das sollt ihr tun. Aber die meisten sind sich zumindest in einem Punkt sehr einig. Und zwar, dass das Verhindern von unnötigem Leid zumindest eine gute Sache ist. Ich denke, das reicht mir persönlich eigentlich schon, um zu sagen, doch, wir sollten dieses Kind retten. Nun, entsteht jedoch, das ist nicht ganz einfach. Wieso das nicht ganz einfach ist und was für Konsequenzen das hat, wenn wir sagen, dass Unterlassungen tatsächlich moralisch oder ethisch oder juristisch oder weiß Gott was zählen, die Probleme, die dadurch entstehen, die möchte ich euch heute präsentieren. Als erstes möchte ich euch eine kleine Einführung geben, was ist das Problem, die Problemstellung, und dass wir überhaupt darüber diskutieren können, Handlung und Unterlassung, Handlungspflichten, sollten wir zuerst einmal wissen, was ist überhaupt eine Unterlassung. Und in einem dritten Teil möchte ich schauen, was spricht denn gegen Handlungspflichten? Welche Argumente werden vorgebracht, die sagen, dass wir nicht verpflichtet sind, irgendetwas zu tun? Das muss sich jetzt nicht unbedingt auf dieses ertrinkende Kind beziehen, aber ganz allgemein. Und diese drei Punkte, die sind schon mal ein kleines Paket, abgeschlossen bis zu einem gewissen Teil. Und das habe ich darum gemacht, weil der vierte Punkt ein bisschen anspruchsvoller ist und ein bisschen philosophisch. Und ich habe mir von ein paar Leuten sagen lassen, dass die andere Referate hier gehört haben, dass sie ab und an nicht mitgekommen sind, weil es einfach zu philosophisch wurde, einfach zu abstrakt. Und ich wollte
diesen Teil aber trotzdem reinnehmen. Warum? Weil ich denke, dass wir ganz viele Leute hier in diesem Raum haben, die sich mit dieser Thematik Armut und Unterlassung ganz gut auskennen. Ich möchte aber diesen Teil genau deswegen reinnehmen, weil ich glaube, das ist etwas, was ihr möglicherweise noch nicht wisst. Ich habe es aber so gemacht, dass man ganz gut diesem Referat folgen kann, diesen drei Punkten und am Schluss noch dem letzten Punkt, auch wenn man möglicherweise bei diesem vierten Punkt nicht ganz mitmacht. Und in einem letzten Schritt versuche ich, eine Lösung zu präsentieren, wie kommen wir denn aus dieser Problematik, die ich eben stellen werde, heraus. Nun, wir unterscheiden. Einerseits gibt es Handlungen. Ich stoße beispielsweise ein Kind in den Teich und aufgrund dieser Tatsache, dass ich dies tue, ertrinkt das Kind und stirbt. Auf der anderen Seite gibt es Unterlassung. Ein Kind ist bereits in diesem Teich, wurde irgendwie dort in diesem Teich platziert und ich habe die Möglichkeit, es zu retten, tue es aber nicht. Das ist eine Unterlassung. Nun, das Spannende an dieser Sache ist, dass die Konsequenzen in beiden Situationen so circa die gleiche ist. Das Kind stirbt, ob ich es nun in den Teich stoße oder ob ich es nun rette. Man ist nun aber sehr schnell, man glaubt nun sehr schnell sagen zu können, dass eine Unterlassung das gleiche ist wie eine Handlung. Du rettest das Kind nicht. Das Kind stirbt aufgrund dieser Unterlassung. Deine Unterlassung war eine Handlung. Das heißt, es gibt diesen alltagssprachlichen Mischmasch, der versucht, dies irgendwie ineinander zu bringen. Nun, das scheint sicher seine Richtigkeit zu haben, auf das werde ich hinkommen, aber ich denke, da muss man irgendwie schon noch ein bisschen präzisieren. Das ist ein wichtiger Punkt, den ich heute anschauen möchte, ist denn eine Unterlassung gleich einer Handlung und würde es, wenn es denn so wäre, ja oder nein, irgendetwas heißen, wie wir mit Unterlassungen umgehen müssen? Eine andere Frage ist, wie weit können wir Handlungspflichten ausweiten? Nun, ich denke, wir sind uns einig, die sagen, wir haben eine Handlungspflicht, dieses Kind zu retten. Aber was heißt das? Wie weit können wir da gehen? Heißt das, dass ich immer und überall schauen muss, wo gibt es Unterlassungen? Und muss ich das tun? Sollte ich das Kind retten? Ich denke ja. Nun, was ist eine Unterlassung? Man muss immer ein bisschen aufpassen. Es gibt, wenn man von Handlung und Unterlassung spricht, immer so eine alltagssprachliche Gleichsetzung, wie ich vorhin bereits erwähnt habe. Ganz oft heißt es zum Beispiel, von der Sitzung fernbleiben oder die Aussage verweigern. Das sind Unterlassungen. Die Aussage verweigern heißt, eine Aussage unterlassen. Das Sitzung fernbleiben heißt, nicht an eine Sitzung gehen. Das heißt, das Unterlassen des an die Sitzung Gehens. Man versucht also alltagssprachlich, und es passiert halt ganz schnell, dass man hier dies zusammensetzt. Doch ist das tatsächlich so? Es gibt ein paar Gründe, wieso dass das passiert oder in welchen Situationen das passiert. Wir setzen das nämlich nicht immer. Wir haben nicht immer von einer Unterlassung, dass es tatsächlich eine Handlung ist. Meistens passiert es dann, wenn wir diese Faktoren berücksichtigen oder diese Eigenschaften. Die Handlung, also irgendeine Handlung, die Handlung sollte getan werden. Oder die Handlung ist erwünscht oder die Handlung wird erwartet. Wie beispielsweise eben das Retten dieses Kindes. Du rettest das Kind nicht. Das klingt so ein bisschen nach einer Handlung. Du rettest das Kind nicht. Warum? Weil es ist erwünscht. Man sollte eigentlich das Kind retten. Oder das Letzte, die Handlung wäre nachträglich schicksalhaft gewesen. Wir haben eine Explosion in einem Gaswerk. Und nachträglich finden wir heraus, dass ein Handwerker etwas nicht richtig kontrolliert hat. Er hat die Kontrolle unterlassen, die korrekte Kontrolle unterlassen. Er hat dies nicht getan. Aufgrund dessen kam es zur Gasexplosion.
Nun, das scheint aber aus mehreren Gründen kompliziert, schon alleine von der Sprache her. Wir können nicht einfach zwei gegensätzliche Begriffe ineinander packen. Wir können nicht einfach sagen, eine Handlung ist eine Unterlassung. Punkt. Alltagssprachlich vielleicht schon. Aber wenn wir uns genau überlegen, was ist denn eine Unterlassung, allein dann kommen wir schon auf den Schluss, irgendwie muss es unterschiedlich sein von einer Handlung. Wir haben also verschiedene Prämissen. Was wird benötigt, dass eine Unterlassung ist? Erster Punkt. Es ist nicht der Fall, dass A, also Person A, die Handlung H ausführt. Das macht Sinn. Es gibt irgendeine Handlung und die wird nicht ausgeführt. A hätte diese Handlung aber ausführen können, psychisch wie auch physisch. Im Moment fliege ich nicht zum Mond. Und ich werde es auch nicht in den nächsten 10 Minuten tun. Kann man mir vorwerfen, ich unterlasse es, in den nächsten 10 Minuten auf den Mond zu fliegen? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Warum? Weil ich es nicht kann. Man kann mir aber vorwerfen, dass ich nicht in den nächsten 20 oder 30 Jahren auf den Mond fliege. Warum? Weil es tatsächlich Möglichkeiten gäbe für mich, dass ich die Chancen zumindest erhöhen könnte, auf den Mond zu fliegen. Ich könnte viel Geld verdienen, könnte irgendeine NASA anheuern, nehmt mich mit, ich gebe euch so und so viele Millionen, kommt ja immer wieder vor. Ich könnte auch versuchen, Astronaut zu werden. Das heißt, dann wäre es tatsächlich eine Unterlassung. Und ein Punkt, den ich ein bisschen kritisch gegenüberstehe, der aber von Birnbacher, auf dessen Literatur ich mich vor allem berufe, erwähnt wird, ist, H, das heißt die Handlung, muss für diese Person erkennbar sein und er muss sie faktisch tatsächlich auch erkennen. Ich würde diese Situation als geschehen lassen bezeichnen. Das kommt beispielsweise bei diesem Kindbeispiel vor. Das Kind ist am Ertrinken. Ich weiß, dass ich ertrinken könnte, tue es aber nicht. Ich lasse das Kind ertrinken, geschehen lassen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ob dies für Unterlassung wirklich vonnöten ist. Wäre es nicht auch eine Unterlassung, wenn ich gar nicht weiß, dass ich dieses Kind retten könnte? Rein theoretisch gesehen ja eigentlich schon, ich unterlasse es, das Kind zu retten. Und Birnbacher erwähnt weiter, es findet keine Körper- oder Geistesbewegung statt, auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Warum sagt er das? Wenn dieser Gaswerkmechaniker das Gaswerk falsch repariert hat, dann hatte er es nicht unterlassen, es richtig zu reparieren. Weil er hat eine Körperbewegung gemacht. Das kann man ausweiten und sagen, wenn Person A Person B rettet, unterlässt er es dann Person C zu retten. Weil er es ja damit beschäftigt, Person B zu retten. Wenn wir jetzt sagen, er kann entweder 50 Personen retten oder 100 Personen retten und er rettet 50, dann würde nach Birnbacher er nicht unterlassen, die 100 zu retten. Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht doch. Vielleicht wäre es doch besser, wenn man sagt, es ist eine Unterlassung, du sollst die 100 retten. Nun, man unterscheidet weiter zwischen einer alternativen Unterlassung, was so viel heißt wie nur eine Person hätte helfen müssen. Wir haben ein Kind, wir haben jemanden, der retten kann, es braucht nur eine Person, das Kind ist gerettet. Wir haben eine kumulative Unterlassung, heißt, alle Personen hätte retten müssen. Beispielsweise ein Baumstamm ist auf eine Person gefallen, wir brauchen drei starke Männer, um diesen Baumstamm wieder hochhängen zu können. Wir haben eine Person tatsächlich da, zwei tun es, der dritte weigert sich. Kumulative. Und soweit zu einer Unterlassung. Das heißt, es ist auf einer sprachlichen Ebene zumindest problematisch, wenn man Handlung und Unterlassung gleichsetzt. Aber das heißt lange nicht, dass die Konsequenzen daraus nicht irgendwie gleich sind. Was gibt es für Argumente gegen Handelspflichten? Ein ganz bekanntes Argument gegen Handlungspflichten ist Nature knows best. Das ist Natur. Meistens wird auch erwähnt, das war halt Schicksal.
Viele von euch kennen sicher das Trolley Problem. Ganz kurz skizziert, wir haben einen Führungszug, der passt auf 5 Bauarbeiter hinzu. Wir könnten eine Weiche stellen, würde nur noch eine Person überfahren. Situation ist wie folgt: Wenn wir nichts tun, sterben diese 5, stellen wir die Weiche, stirbt einer. Ganz oft wird als erste Reaktion, wenn man dieses Trolley Problem stellt, ich weiß nicht, ist ja schon irgendwie Schicksal. Finde ich aber ein schwieriges Argument. Was würde das heißen? Das würde heißen, dass wir nie eingreifen dürften. Wir dürften beispielsweise, wenn beim Bahnhof SBB jemand einen Herzinfarkt und einen Kammerflimmern hat, nicht mit einem Defibrillator, oder wir wären zumindest nicht moralisch oder ethisch dazu verpflichtet, wir müssten nicht mit einem Defibrillator diese Person zu retten versuchen. Wir könnten immer damit argumentieren, das ist halt Natur, das ist halt Schicksal. Immer wenn irgendetwas Schlechtes passiert, das ist halt Schicksal. Und ich finde das finde ich stoßend. Ich denke nicht, dass dieses Nature knows best oder dieses Natürlichkeitsdings, mal ganz abgesehen davon, dass das Menschliche hat, dass der Mensch ja auch in der Natur ist und das menschliche Verhalten ja auch ein natürliches Verhalten ist, mal ganz abgesehen davon, glaube ich nicht, dass das Nature knows best gegen Handlungspflichten etwas sagen kann. Dann gibt es eine Abwandlung davon, etwas liberaler, der therapeutische Nihilismus. Der sagt, wir sollten tatsächlich, oder wir dürften zumindest, tatsächlich eingreifen, aber nur bei Sachen, die wir bereits verbockt haben. Beispielsweise Umweltverschmutzung oder Abholzung eines Regenwaldes. Aber bei allen anderen Situationen nicht. Also es ist so ein bisschen die nettere Version dieses Nature Knows Best. Aber auch das scheint irgendwie noch nicht befriedigend zu sein. Auch da hätten wir immer noch das Problem, dass wir den Defibrillator nicht benutzen müssten. Und dann etwas sehr, sehr zynisch, die Just World Hypothesis, die da sagt, es ist doch alles ganz fair. Alles, was passiert, passiert aus irgendwelchen fairen Gründen, kann irgendwie Karma sein oder weiß Gott was, und ist verdient. Beispielsweise Armut in Drittweltländern. Die sind faul. Die haben das verdient. Wir müssen nicht eingreifen. Wir müssen niemanden retten, weil sie das selber verdient haben. Ich denke aber, dass das Just World Hypothesis eine Ausrede ist, weil man sich nicht wirklich damit auseinandersetzen will. Weiß Gott was. Und ich denke, selbst wenn es tatsächlich selbstverschuldet wäre, ich meine, das kann man sich ziemlich gut vorstellen, das Kind ist von alleine in den Fluss gefallen oder das Kind wollte schwimmen und hatte einen Krampf und ist jetzt selbst verschuldet am Ertrinken. Selbst dann sollten wir es retten, selbst wenn es selbst verschuldet wäre. Das heißt, diese Just World Hypothesis scheint wiederum nicht wirklich zu funktionieren. Ticking Bomb Szenario gesagt. Das Ticking Bomb Szenario ist wie folgt. Wir haben einen Bombenleger, der hat irgendwo in einer Stadt eine Bombe gebaut. Der hat irgendwo eine Bombe gebaut und diese Bombe würde hochgehen und die gesamte Stadt mit sich reißen. Wir könnten auch diesen Bombenleger dazu zwingen, dass er uns das Geheimnis, wo die Bombe ist, freigibt und könnten diese Person retten. Jedoch tun wir das nicht, die Bombe geht hoch, die Bewohner dieser Stadt sterben, so könnten wir das nicht als Unterlassung anlassen, weil die Handlung, die wir unterlassen haben, das Erpressen oder das Herauskriegen, das Foltern oder weiß Gott, wie man diese Informationen herausbekommt, ist eine ethisch schlechte Handlung. Das heißt, man bringt da noch normative Werte hinein. Man sagt, diese Handlung ist schlecht, darum kann das gar keine Unterlassung sein. Ich denke, das funktioniert nicht. Und das funktioniert nicht, weil man in eine Begrifflichkeit, in eine deskriptive Begrifflichkeit, eine normative Wertung hineinbringt. Diese deskriptive, diese beschreibende Art, was ist eine Unterlassung, kann aber oder sollte aber nichts damit zu tun haben, wie etwas sein soll. Das ist ein naturalistischer Fehlschluss. Man könnte zum Beispiel, wenn man es auf Handlungen ummünzt, sagen, der Papst verbietet Kondome. Ist abwegig. Würde eh kein Papst tun.
Aber nehmen wir es mal. Da ist die Beobachtung, ein Papst sagt, keine Kondome. Aufgrund dieser Tatsache, es gibt tatsächlich Leute, die dem folgen, benutzen keine Kondome und die AIDS-Rate schießt hoch. Wir könnten sagen, naja, das ist ein Zusammenhang. Du sagst, benutzt keine Kondome, die benutzen keine Kondome, die bekommen AIDS. Das scheint ein Zusammenhang zu sein. Die Ticking Bomb würde sagen, nein, weil das Benutzen von Kondome ist schlecht. Und weil es schlecht ist, können wir das nicht machen. Das scheint irgendwie auch nicht wirklich zu funktionieren. Wir sollten dies auseinandernehmen. Wir sollten keine normative Wertung in die Begrifflichkeit einer Unterlagung einbringen. Und das Letzte, das man immer wieder hört, Handlungspflichten überfordern. Ich kann doch nicht immer alle retten müssen. Das würde doch heißen, dass ich überall nach Unterlassung suchen müsste und überall Leute retten müsste. Das kann doch nicht funktionieren. Naja, hat auch niemand gesagt, dass Ethik leicht wäre. Hat niemand gesagt, ja, Ethik, das ist gutes Handeln, das irgendwie noch verträglich und einfach ist. Niemand hat das gesagt. Wenn die Konsequenz daraus ist, es ist sau schwer, sich ethisch zu verhalten, so be it. Es gibt diesen bekannten Blogpost, Giordano Bruno Stiftung, ihr kennt ihn sicher alle, das Ziele verwerfend. Wenn man einen CEO hätte, der sagt, ja, das Maximieren des Gewinns ist schon sau schwer, fast unmöglich, komm, wir machen lieber etwas anderes, schauen, dass wir die Sitzungen pünktlich beenden können. Was? Aber genau das passiert doch da. Genau das sagt man, du hast ein Ziel, du hast irgendwie gemerkt, das scheint eine gute Sache zu sein, aber wir verwerfen dieses Ziel, weil es ist sau schwer. Das scheint nicht zu funktionieren. Irgendwie scheint es doch besser zu sein, halt nur 80%, nur 70% dieses Zieles zu erreichen, weil es halt schwer ist, weil man vielleicht nicht 100% erreichen kann. Anstatt zu sagen, ja, ist sau schwer, ich mache lieber was anderes und dann erreiche ich gar nichts. Das heißt, dieses Handlungspflicht überfordern Dingens, auch das scheint meiner Meinung nach nicht zu funktionieren. Gut, so viel zu ein paar bekannten Gegenargumenten zu Handlungspflichten. Ich komme ganz am Ende nochmal zu einem, bei dem ich denke, es könnte tatsächlich wirklich etwas sein, aber das sind mal so die, die man, denke ich, ziemlich gut entkräften kann. Nun kommt dieser ominöse vierte Teil, und zwar geht es dabei um Kausalität. Kausale Zusammenhänge, kausale Verantwortung. Was heißt das? Wir haben eine Ursache und wir haben eine Wirkung. A bewirkt B. Wir haben ein Streichholz, das streichen wir an der Zündholzschachtel und es entflammt. Streichen, entflammen. Kausaler Zusammenhang. Nun, das Problem ist, gibt es so etwas wie eine kausale Verantwortung bei Unterlassung? Dafür müssen wir erst einmal wissen, was ist denn eine Ursache? Die Wirkung scheint ein bisschen klarer zu sein. Aber was ist eine Ursache? Ich habe vorhin gesagt, wir haben ein Streichholz, jetzt streichen wir es an und es entflammt. Das ist die Ursache. Aber auch hier, das scheint nur alltagssprachlich so zu sein. Weil tatsächlich gibt es noch ganz viele andere Ursachen. Es braucht Sauerstoff. Das Streichholz muss trocken sein. Und ich muss anzünden. Nur dann entflammt das Streichholz. Fehlt einer dieser Faktoren, es ist nass, das Streichholz, oder es ist in einem luftleeren Raum, so wird keine Flamme entstehen. Wir unterscheiden zwischen notwendiger und hinreichender Bedingung. Die hinreichende Bedingung sagt, es braucht nur das, und dann kommt schon die Wirkung. Das ist nicht der Fall beim Streichholz, auch wenn wir es so glauben. Die notwendige Bedingung sagt, es braucht das auf alle Fälle, aber möglicherweise nicht nur. Es braucht das Streichholz, damit die Flamme entflammen kann. Und nicht mal das, vielleicht geht es ja gar nicht. Aber es braucht sicher mal den Sauerstoff. Es braucht den Sauerstoff. Ansonsten wird keine Flamme entstehen.
Die Ursache ist jedoch der zentrale Kausalfaktor. Dieser zentrale Kausalfaktor ist aber nirgends festgeschrieben, sondern in der Regel eine Empfindung. Wir empfinden dies als zentralen Kausalfaktor. Meistens sind dies bei den Unterlassungen gesprochen, die unerwünschten Unterlassungen. Das Kind ist gestorben, weil du es unterlassen hast, es zu retten. Aber das ist nicht der einzige Faktor. Es muss ja auch erst einmal in das Wasser fallen. Es muss ja auch erst einmal nicht schwimmen können. Erst all das zusammen ergibt die Wirkung, das Kind ertrinkt. Und dieses Unterlassen ist zwar schon eine Ursache, aber nicht die einzige. Das Kind ist ertrunken, weil du es gerettet hast. Dies unterstellt einen kausalen Zusammenhang. Es ist ertrunken, weil du es nicht gerettet hast. Ursachen sind ja aber eben gerade nichts. Eine Handlung ist etwas. Eine Handlung, du tust etwas und das produziert irgendetwas. Aber eine Ursache ist ja eben gerade das Gegenteil davon. Du tust nichts. Und wie kann denn aus einem Nichts ein Etwas entstehen? Ich weiß nicht. Irgendwie scheint es, dass aus diesem Nichts nicht plötzlich ein Etwas entstehen kann. Aber das gibt ziemlich viele Probleme. Unterlassene Hilfeleistung. Ich muss jemandem helfen, wenn er einen Unfall hat, Motorradunfall. Ich muss Mund-zu-Mund-Beatmung, CAP oder wie das ganze Zeug heißt. Ich muss das machen. Vorausgesetzt, dass ich nicht selber mich in Gefahr begebe, tue ich das nicht, unterlassene Hilfeleistung. Wie kann ich aber jemanden dafür verurteilen, für etwas, was er kausal nicht verantwortlich ist? Er hat nichts damit zu tun, dass diese Person jetzt gestorben ist, kausal. Und dennoch versucht man, ihn juristisch zu bestrafen. Oder moralisch oder ethisch. Wie kann man das? Eine Möglichkeit gibt es, denke ich, und zwar, wenn Unterlassung Informationsfunktionen haben. Wir stellen uns folgende Situation vor, wir haben ein 18-jähriges Kind, geht zum ersten Mal in den Ausgang, sagt der Mutter, um 10 Uhr, nein, sagen wir 12, um 12 Uhr rufe ich dich an. Ich sage dir, mir geht's gut, alles top, tue ich das nicht, oder beziehungsweise die Mutter sagt, ja gut, tust du, um 12 Uhr rufst du an, tust du das nicht, rufe ich die Polizei. Weil dann habe ich das Gefühl, du bist in Gefahr und ich rufe die Polizei. Nun, das Kind geht in den Ausgang, ist um 12 Uhr natürlich stocke besoffen, vergisst es, der Mutter anzurufen und aufgrund dieser Unterlassung ruft die Mutter der Polizei an. Das heißt, die Unterlassung hatte eine Information übermittelt. Es hatte eine Informationsfunktion. Und in diesen Situationen kann tatsächlich eine Unterlassung einen kausalen Zusammenhang haben mit der Ursache. Aber das sind nur die wenigsten Fälle. Wie können wir dennoch irgendwie einen Zusammenhang erstellen zwischen Ursachen und Wirkung? Nun, ich denke, das Überzeugendste ist das Konzept der hypothetischen Kausalität. Wir unterscheiden einerseits zwischen Gesamt- und Teilursachen. Die Teilursachen wären beispielsweise wie folgt: A fällt in ein Gewässer, A kann nicht schwimmen und B rettet A nicht. Nun, der tricky point an diesem Ding ist, jeder dieser Teilfaktoren ist nicht redundant. Was heißt das? Er kann nicht entfernt werden, ohne dass die Wirkung verändert wird. Wenn ich den ersten Punkt rausnehme, A fällt in ein Gewässer, dann wird er nicht sterben, weil er ist ja nicht im Gewässer. Wenn ich das zweite rausnehme, dann wird er auch nicht sterben, weil er kann ja schwimmen. Und nehme ich das dritte raus, dann wird er auch nicht sterben, weil er rettet ihn ja. Ein redundantes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn A ein grünes T-Shirt trägt, anstatt einem roten. Wir nehmen jetzt mal an, dass das die ganze Situation nicht beeinträchtigt, dann wäre dies redundant. Man könnte es hinausnehmen und die Konsequenz wäre genau das gleiche.
Und weil es nicht redundant ist, weil man diese Unterlassung, dieses B rettet A nicht, nicht einfach hinausnehmen kann, ist es hypothetisch kausal. Würde B die Person A retten, würde A überleben. Hypothetisch. Es ist eine Zwischenlösung. Man sagt, gut, eigentlich ist ja tatsächlich eine Unterlassung nichts, aber es scheint irgendetwas doch noch zu sein, weil es scheint ja tatsächlich eine Wirkung zu haben. Es scheint ja tatsächlich zumindest als Kausalfaktor in Betracht zu ziehen. Und das ist genau der Punkt, ich denke, zu einer Lösung kommen zu können. Haben wir Handlungspflichten? Ja, haben wir. Und warum? Weil gewisse Unterlassungen von uns nicht relevant sind. Wir können uns entscheiden, für Weltzustände. Wir können uns entscheiden, rette ich das Kind oder rette ich es nicht? Rette ich das Kind, so überlebt es. Rette ich es nicht, so stirbt es. Und ich habe die Macht, zu entscheiden, welchen Weltzustand will ich. Will ich den Weltzustand, in dem das Kind stirbt, oder will ich den Weltzustand, in dem das Kind lebt? Und wir sollten jenen Weltzustand wählen, in dem das Kind lebt. Wir brauchen gar keine kausale Verantwortung. Das ist völlig irrelevant. Ursache und Wirkung Handlung und Unterlassung muss gar nicht das Gleiche sein. Wir haben Folgenverantwortung. Wir haben keine kausale Verantwortung. Wir haben Folgenverantwortung. Wir müssen uns rechtfertigen, wieso wir dieses Kind nicht gerettet haben, obwohl wir es können. Es ist wie eine Weggabelung. Wir wählen entweder diesen Weltzustand oder diesen. Das Fair-Share-Argument. Wir haben 10 Kinder, alle einmal trinken in einem Teich. Wir haben 10 Männer oder Frauen, die könnten alle diese Kinder retten. Das Fair-Share-Argument sagt, wir müssen nur so viele retten, wie unser Anteil, wie es von uns verlangt. In diesem Fall, jede Person ein Kind. 8 dieser Personen retten ein Kind, 2 nicht. Nun, das Fair-Share-Argument würde jetzt sagen, naja, ich habe zwar schon ein Kind gerettet und ich könnte noch eins oder vielleicht sogar beide, aber ich muss nicht. Weil ich habe meinen Teil getan. Ich denke, dieses Fair-Share-Argument zieht nicht. Warum? Weil ich mich entscheiden kann. Weil ich ein Kind gerettet habe, das ist schon mal gut. Aber ich könnte noch ein zweites retten. Ich könnte immer noch sagen, okay, dieses stirbt oder dieses stirbt nicht. Und ich rette es und es stirbt nicht. Und da ist immer noch eins drin. Und ich könnte immer noch entscheiden, es stirbt oder es stirbt nicht. Und ich sollte mich immer noch entscheiden, es stirbt nicht. Ins gleiche Fond lässt zum Beispiel auch wiederum ein Blogpost, Entourage, wie man auch immer das ausspricht. Wir stellen uns vor, wir sind ein Feldarzt und retten verwundete Soldaten in einem Feld und wir haben die 10 schon gerettet, das Leben gerettet und da liegen aber noch 3 und wir entschließen uns aber spontan, ich will lieber ein Comic lesen. Das scheint irgendwie nicht aufzugehen. Nur weil man irgendwie schon etwas getan hat, was ja gut ist. Ich meine, du hast viele Leute gerettet, das ist super. Top. Aber warum dann nicht auch noch die restlichen? Das scheint tatsächlich überfordert zu sein. Das scheint es tatsächlich. Man muss immer alle retten. Ich meine, mein Gott, ich hab doch schon. Ich muss doch nicht noch. Naja, wie gesagt, es ist schwer. Aber heißt das, dass man plötzlich die ganze Konzeption wegwerfen will? Nein, man muss sich halt einfach damit zufrieden geben, dass man halt eben für diese 3 weiteren Soldaten, die sterben, Folgeverantwortlichkeit hat. Wie kommt es zu dieser Asymmetrie? Wieso macht man diese Unterscheidung zwischen Handlung und Unterlassung? Nun, ich bin kein Experte in den Biases, aber wir haben ein paar in diesem Raum, die da tatsächlich Experten sind. Ich nicht, aber ich denke, das ist der Bias. Der sogenannte Omission Bias ist die Bezeichnung für ein von den Verhaltenswissenschaften beschriebenes Phänomen, nachdem eine Handlung subjektiv als riskanter angesehen wird als eine andere Verhaltensposition, die in einem Unterlassen besteht. Beispiel,
wir haben eine Krankheit, diese Krankheit erhalten wir mit 20%iger Wahrscheinlichkeit, haben wir diese Krankheit, sterben wir. Es gibt auch eine Impfung dagegen. Wenn wir uns impfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, an dieser Krankheit zu erkranken und zu sterben, gleich null. Aber wir haben mit einer 5%igen Wahrscheinlichkeit einen Leberschaden und sterben aufgrund des Leberschadens. Das heißt, lassen wir uns nicht impfen, 20% Krankheit, lassen wir uns impfen, 5% Leberschaden. Die Konsequenzen sind die gleichen, Tod. Wir empfinden es aber als schlimmer, wenn wir an der Impfung sterben. Wir haben uns geimpft, so nun sei ich, jetzt sterbe ich auch noch. Und wenn man das andere hat, oh, ich habe halt die Krankheit, ne, Schicksal. Aber die Chance zu sterben ist 15% weniger. Sich nicht zu impfen, wäre einfach keine sehr intelligente Variante. Auch wenn man dann an den Leberschaden stirbt, die Chance war immer noch größer zu überleben. Warum kommt es zu dem? Ganz allgemein gesprochen, meistens sind die Opfer unbekannt. Nicht auf dieses Beispiel jetzt mit der Impfung bezogen, aber meistens sind die Opfer unbekannt. Bei Unterlassung beispielsweise, wenn man irgendjemanden fernweg retten sollte. Oder die Not ist nicht sichtbar, wenn es beispielsweise darum geht, müssen wir, wenn es ein Erdbeben gibt in Haiti, sollen wir spenden oder nicht? Wir sehen die Opfer nicht. Das ist halt nicht so schlimm. Das aktive Handeln ist auch bewusster, wenn ich mich impfe, dann spüre ich, dass ich impfe mich, sterbe ich auch noch davon. So ein Blödsinn. Handlungen wirken auch bedrohlicher. Ein Kind hineinstoßen, anstatt es nicht zu retten. Die Verantwortlichkeit ist geteilt, der Fair-Share-Argument. Wir haben doch 10 Leute. Ich muss jemanden retten. Die anderen können das tun. Die Unterlassung ist nicht so schlimm. Die anderen unterlassen ja auch. Und der Schadenseintritt ist nicht gegeben. Vielleicht ertrinkt das Kind ja gar nicht. Wenn ich es in den Fluss schmeiße, dann ertrinkt es. Weil es kann nicht schwimmen. Ich weiß nicht, es stirbt. Aber vielleicht stirbt es ja nicht, wenn ich es einfach nicht rette. Vielleicht kann es ja vielleicht spielt es ja nur. Und um zu einem Schluss zu kommen und um einen Kreis zu schließen in das diessemestrige Thema aller Freidenker-Vorträge, Effective Altruism, soll ich an eine gemeinnützige Organisation spenden? Nun, auch da wäre es eine Unterlassung. Ich kann spenden oder ich kann nicht. Soll ich oder soll ich nicht? Nun, welche Argumente hört man so, wenn man sagt, soll ich spenden oder nicht? Nun, ich weiß nicht, ob es hilft. Vielleicht verschlimmert es die Lage ja nicht so sehr. Das meiste Geld geht eher an Administration. Oder ich brauche halt das neue iPhone. Nun, selbst wenn 99,99% aller Charities tatsächlich einen negativen Impact hätten, also etwas Schlechtes bewirken, selbst dann wäre das Argument nicht gültig. Denn es gäbe immer noch mindestens eine einzige Charity, die einen positiven Impact hat. Wie findet man diese Charity? Und es gibt viele Meta-Charities. Giving what we can, give well, die uns Vorschläge machen. Von Charities, bei denen man weiß, da kann man etwas bewirken. Beispielsweise Against Malaria Foundation, die Malaria-Netze aussetzt. Malaria immer noch ein sehr großes Problem. Oder We Warm the World, mit 50 Ratten ein Kind entwurmen. Bei dem man weiß, wenn ich Geld spende, kann ich tatsächlich Leben retten. 200 Franken, 500 Franken, ein Menschenleben. Sollte ich es dann nicht tun? Wenn ich mich tatsächlich entscheiden kann, retten oder nicht? Und wenn ich am Anfang gesagt habe, ich würde das Kind sogar dann retten, wenn ich meine neuen Schuhe dreckig machen müsste, ruinieren müsste, die 200 oder 500 Franken kosten haben, wenn ich das dann gesagt habe, dann muss ich das auch da sagen. Und dann müssen wir uns für den richtigen Weg entscheiden. Vielen Dank.